Leute, herzlich willkommen auf Film TV. Und hier gibt es das verspätete Review zu Spider-Man No Way Home. Aber ich werde hier in diesem Video auf fette Spoiler eingehen. Deshalb, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, obwohl ich bin mir sicher, wenn ihr euch das Video angeklickt habt, habt ihr wahrscheinlich den Film schon gesehen. Aber wenn nicht, schaltet mal lieber ab. Denn hier wird es wirklich zu fetten Spoilern geben. Und ich will euch nicht den Film versauen, deswegen gehen wir auch los. Erstmal will ich aber meine Meinung zu Tom Holland Spider-Man sagen. Ich muss sagen, ich mag Tom Holland als Spider-Man und als Peter Parker. Ich meine, er hat das perfekte Alter, um Peter Parker zu spielen. Ich meine, Tom Holland ist zwar schon 25, aber er sieht ja immer noch aus wie ein wie ein Teenager. Nix gegen Tom Holland, so. Ich mag ihn wirklich als Schauspieler auch gerne. Aber ich habe so ein paar Probleme mit seiner Interpretation als Spider-Man. Und zwar hat er nicht so wirklich viele Konsequenzen. Vor allem im Gegensatz zu Toby und zu Andrew. Und er wird mir zu sehr als den zweiten Tony Stark behandelt. So, er war halt mehr so wie, ich bin jetzt der zweite Tony Stark als Spider-Man. Und deshalb habe ich so, da, da hab ich, deshalb habe ich da so ein bisschen Probleme. Nichtsdestotrotz mag ich immer noch Homecoming und No Way Home, ich sag schon No Way Home, Far From Home als spaßige und unterhaltsame MCU-Filme. Vor allem Far From Home mache ich verdammt gerne. Aber die haben auch diese Probleme, die ich schon angesprochen habe. Deshalb sind die für mich nicht, gehören die für mich nicht zu den besten Spider-Man-Filmen. Nichtsdestotrotz, ich mag sie. Nun kommen wir aber zu Spider-Man No Way Home und ich muss sagen, dieser Film hat mir wirklich richtig gut gefallen. Er hat mir sehr gut gefallen. Es ist definitiv einer der besten MCU-Filme des Jahres und auch einer der besten MCU-Filme. Und das liegt daran, weil ich finde, dieser Film wurde für Fans gemacht. Wir kommen aber erstmal zu den negativen Punkten. Und zwar, ich habe hier einen negativen Punkt aufgeschrieben. Und zwar, dass es ein bisschen zu viele Witze gab und auch die auch sehr lang gezogen wurden, vor allem im ersten Drittel des Films. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie sich etwas, ich würde nicht sagen zu ernst genommen, aber ich finde, sie hätten auch ein paar Jokes weglassen können. Deswegen, ja, das ist halt so mein kleiner negativen Punkt. Aber der Rest des Films hat mir wirklich verdammt gut gefallen. Ich muss sagen, ab der Stelle, ab dem Peter in den Spiegeldimension geschickt wurde, da ging für mich der Film rapide nach oben. Und das ist auch so der Teil, wo ich sage, yes, Baby, jetzt geht's wirklich los. Und nun kommen wir zu den positiven Punkten des Films. Es gibt wirklich Konsequenzen für Tom Holland Spider-Man. Und ja, Tante May stirbt und ich musste weinen. Ich musste einfach, ich saß im Kino und ich saß da mit einem weinenden Auge. Also, das hat mich wirklich getroffen, der Tod. Und vor allem, sie sagt auch noch vorher den Satz, den ja Ben Parker immer gesagt hat, aus großer Macht kommt große Verantwortung. Und ja, ich meine, das hat mir einfach Tränen in den Augen gegeben und deshalb fand ich die Szene echt emotional. Ich muss aber, und was mir noch richtig gut gefallen hat, ist, wie sie mit dem Fanservice umgegangen ist. Sie ist nicht plakativ. Sie ist nicht da, nur zu sagen, wisst ihr noch, so, hier wisst ihr noch, aber die wurden wirklich richtig gut behandelt. Die Schurken wurden aus den alten vorherigen Filmen, sind einmal Doc Ock, Green Goblin, Electro aus The Amazing Spider-Man 2, Sandman und Lizard. Und ich muss sagen, die wurden alle halbwegs gut in den Film eingebaut, obwohl ich muss auch sagen, Sandman und Lizard hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, die waren eher die Gimmicks in den Film, obwohl die haben mich jetzt auch nicht so unbedingt geschnitten. Die waren mir halt egal, so. Aber das hat dem Film meiner Meinung nach nicht geschadet, so. Die waren halt da, sagen wir mal so. Ich muss aber sagen, Green Goblin, gespielt von Willem Dafoe, fantastisch. Fantastisch. Also, dass sie den wieder zurückbringen und dass er noch bedrohlicher ist. Vor allem, ich meine, der tötet Tante May. So.
Das heißt ja schon was. Und da hat mir wirklich gut gefallen. Sehr, sehr gut gefallen. Der war wirklich verdammt bedrohlich. Und ja, er war wirklich, er war besser als in Spider-Man 1 von Tobey Maguire. Und ja, ich habe ja schon angesprochen, Tobey Maguire, er kommt zurück. Nicht nur er, sondern auch Andrew fucking Garfield, Alter. Hilfe. Also als Ned den Portal geöffnet hat, da dachte ich mir nur so, ah, oh, das müssen die sein. Und wow, die haben die beiden wirklich wieder zurückgebracht und es hat mir wirklich echt gut gefallen, wie sie mit den beiden umgegangen sind. Ich finde, sie haben auch ihre Stories weiter geführt, weil Andrew Garfield hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Er war so der beste, zweitbeste Spider-Man in diesem Film hinter Tom Holland. Aber ich muss sagen, Tom Holland war da schon das Beste in diesem Film. Und das habe ich mir auch gewünscht, dass Tom Holland das Beste an dem Film ist und nicht einer von den beiden Spider-Mans. Weil die anderen beiden Spider-Mans sollten meiner Meinung nach nicht Tom Hollands Show stehen in Tom Hollands Film. So. Aber ich, wie gesagt, wie sie mit den beiden umgegangen sind, hat mir richtig gut gefallen. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist deren Chemie. Also Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire. Einfach die beiden drei, die alle drei zu sehen, das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ihre Chemie ist wirklich super. Und ja, ich kann es endlich sagen. Es gibt eine Live-Action-Spider-Verse und die wurde echt gut umgesetzt. Und ist auch auf dem Level von Spider-Man Into the Spider-Verse, die auch meiner Meinung nach einer meiner Lieblings-Spider-Man-Filme sind. So, aber willkommen, aber ich spreche über diesen Film noch mehr in meinem Ranking zu den Spider-Man-Filmen, der auch in ein paar Tagen kommt. Deswegen wartet schon mal, seid gespannt, welche Filme ich dort platzieren werde, welche Filme ich wo platzieren werde. Das war's aber auch schon mit diesem Video. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. In den nächsten Tagen werden auch noch weitere Rankings für den Spider-Man-Film kommen und auch zu allen Hawkeye-Episoden kommen. Außerdem wird das Review zu Matrix 4 auch noch kommen in nächster Zeit. Deshalb wartet mal da ab. Ich verabschiede mich erstmal von euch und ich wünsche euch frohe Weihnachten und genießt die Zeit mit euren Familien. Ciao.